Herzlich willkommen bei einer Servus, das Wetter auf Servus TV. Heute vom wunderbaren Chiemsee. Wir fahren gerade mit dem Schiff auf die Herreninsel. Die Herreninsel ist die größte der drei Inseln hier am Chiemsee und sie ist vor allem bekannt für ihr Schloss von König Ludwig II. Wir fahren allerdings nicht wegen ihm hin, sondern wegen seinen tierischen Untermietern. Die Rede ist von Fledermäusen und bei denen entscheidet das Wetter über Leben und Tod. Die Herreninsel ist wirklich ein Paradies für Fledermäuse und dort oben im Dachstuhl des Schlosses, da haben sie wirklich ein stattliches Zuhause gefunden. Warum sie sich dort so wohlfühlen, das erklärt uns jetzt gleich Konrad Hollerith. Er ist Fledermausforscher. Ah, hallo Konrad. Servus. Hallo. Du, was sieht man da? Ja, Fledermäuse, die können wir hier live beobachten an diesen Bildschirmen. Ah, das ist live oben im Dachgeschoss? Genau, da oben. Leben die jetzt und sind also recht ruhig und ruhen sich aus, weil die ja nachtaktiv sind. Mhm. Du, wieso fühlen sich die da oben so wohl? Weil sie weg sind, hoch über diesen Menschenmassen, die tagsüber hier rummarschieren. Mhm. Und ab kurz nach 7 fährt das letzte Schiff und dann ist völlige Ruhe hier. Ah, da können sie in Ruhe fliegen. Welche Art ist das? Ja, wir haben hier ganz verschiedene Arten, die würde ich dir gerne da drüben zeigen. Mhm. Kommst du mit? Ja. Und hier in unserer Ausstellung im Schloss können wir den Leuten die Fledermäuse näher bringen. Mhm. Weil die sollen ja geschützt sein, die Leute sollen Verständnis haben für die Fledermäuse. Es gibt also verschiedene Arten und zwar 15 verschiedene Arten gibt es hier auf der Herreninsel und 3 davon in unserem Schloss. Drei? Ja. 3. Zum Beispiel hier die kleine Hufeisennase, die sehr selten ist, auch im Schloss sehr wenige sind. Oder, wo es sehr viel mehr gibt, das große Mausohr, das ist die größte Fledermausart, die wir hier haben und auch im Schloss haben wir davon die meisten. Gerade jetzt im Sommer versammeln sich die oben, um ihre Jungen großzuziehen. Es gibt ja sehr viele Arten, die auch verschiedene Anforderungen haben an ihre Lebensräume. Ja. Alle Arten aber finden auf der Insel hervorragende Bedingungen für die Nahrungssuche. Könnten wir uns das mal anschauen, das Jagdrevier der Fledermäuse? Wenn du magst, gehen wir raus. Ja, aber sicher. Ja. Okay. Ja, hier sind wir jetzt in einem für die Fledermäuse ganz hervorragenden Gebiet. Wir haben hier diese lange Schneise, die hier geht, wo sie hin und her patrouillieren können. Mhm. Wir haben Laubbäume, hier zum Beispiel die Büsche, wo sie sich die Insekten von den Blättern picken können. Mhm. Wir haben den Boden hier, wo das große Mausohr sich die Käfer wegholt. Ah, wenn die da graben. Knackt, ja. Jetzt sind die Fledermäuse auch sehr wetterempfindliche Tiere. Inwiefern hat das Wetter einen Einfluss auf die Fledermäuse? Ja, das geht schon im Winter los. Ein langer, kalter Winter führt dazu, dass die Fledermäuse spät aus ihren Winterquartieren kommen und somit wenig Zeit haben, die Jungen großzuziehen. Mhm. Und um die Jungen großzuziehen, brauchen sie ja Nahrung. Und wenn es regnet, dann fliegen die Fledermäuse nicht so gern raus, manche gar nicht, können nicht genügend Insekten fangen und haben dann nicht genügend Milch. Und wenn es jetzt wochenlang regnen würde? Kann also wirklich dazu führen, dass zu wenig Milch da ist für die Jungen und dass die Jungen sterben und runterfallen. Ja, aber heuer war das Wetter eigentlich trocken und so, das müsste eigentlich ziemlich ideal gewesen sein für die Fledermäuse. Ja, das war ein gutes Jahr bis jetzt. Die konnten immer schön ausfliegen, die Jungen werden jetzt schön heranwachsen. Gute Situation für die Fledermäuse. Also insgesamt wirklich sehr passables Wetter heuer, oder? Du Konrad, jetzt bist du ja heute nicht nur da, um mir die Inseln zu zeigen, sondern eigentlich hauptsächlich, um die Fledermäuse zu zählen. Wieso macht man denn das? Ja, man macht einmal im Jahr so eine Zählung, um zu vergleichen, wie sich die Population zum Vorjahr hin entwickelt hat. Das sind geschützte, sind seltene Tiere und wir wollen schon wissen, ob sie sich vermehren hier. Und wie funktioniert die Zählung? Ja, jetzt müssen wir warten, bis es dunkel wird und dann sehen wir, wie die Fledermäuse ausfliegen und dabei können wir sie zählen.
das da oben, das ist eine der Ausflugöffnungen der Fledermäuse. Jetzt ist ja schon ganz schön dunkel, das heißt, es müsste eigentlich gleich losgehen, oder? Ja. Das heißt, wir müssen uns konzentrieren, wir dürfen uns nicht verzählen, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Und für Sie zu Hause gibt es in der Zwischenzeit den Wetterbericht für den Alpen-Donau-Adria-Raum. Und danach, da verraten wir Ihnen, wie viele Fledermäuse wirklich in diesem Schloss wohnen. Also bis gleich. Die Fledermauszählung ist beendet mit einer sehr erfreulichen Nachricht. Von der sehr seltenen kleinen Hufeisennase gibt es jetzt mehr. Vergangenes Jahr wohnten in diesem Schloss hinter mir noch 115 von den süßen Tierchen. Und dieses Jahr sind schon 135. Die Forscher sind sehr zufrieden, die Population hat zugenommen. Das Wetter hat ihnen anscheinend gut getan. Ja, das war's für dieses Wochenende vom Chiemsee. Heute speziell von der Herneinsel. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Kommendes Wochenende haben wir wieder was ganz Spezielles für Sie vor. Schauen Sie einfach wieder rein bei einer Servus, das Wetter auf Servus TV, wenn wir Ihnen zeigen, wo das Wetter wie wirkt. Servus!